Country roads, Country Roads von John Denver, Hannes Knechtges von Werde Musiker hier. Schön, dass du in diesem Video am Start bist. Ich zeige dir den Klassiker aus der Pop-Rock-Geschichte schlechthin, den jeder kennt, wahrscheinlich auch in zig verschiedenen Versionen schon mal gehört. Und in dieser Version hier möchte ich es dir in G-Dur zeigen. Im Original ist es in A-Dur. Es gibt auch noch eine komplexere Variante von dem Song, ein Tutorial dazu, was ich gemacht habe. Das findest du in der Videobeschreibung. In dieser Videobeschreibung findest du noch ein paar andere tolle Sachen. Und zwar meinen kostenlosen Crashkurs für Anfänger solltest du auf jeden Fall auschecken, wenn du hier auf meinem Channel unterwegs bist und neu in der Welt der Gitarre bist. Da gibt es viele geile Infos und Lektionen zum Thema Gitarre lernen. Also starten wir jetzt mit Country Roads von John Denver. Ich habe das Ganze, wie gesagt, einen Ganzton runter transponiert, so nennt man das, wenn man die Tonart da wechselt, damit das Ganze ein bisschen leichter zu greifen ist. Im Original sind die Akkorde ein bisschen fortgeschrittener, das Zupfmuster ist noch fortgeschrittener, also alle Leute, die jetzt sagen, ich will noch heißeren Scheiß, einfach da mal vorbeischauen, macht so aber auch schon total Bock. Wir starten auf G-Dur. Und zwar für das Intro wie folgt: Mittelfinger, dritter Bund E-Seite, Zeigefinger, zweiter Bund A-Seite und Ringfinger, dritter Bund, hohe E-Seite. Und das Schlagmuster geht wie folgt. Runter, runter, hoch, runter, hoch. Und das Ganze zweimal. Runter, runter, hoch, runter, hoch, runter, runter, hoch, runter, hoch. Das ist dann ein ganzer Takt. G-Dur. Runter, runter, hoch, runter, hoch, runter, runter, hoch, runter, hoch. Wir haben zwei Takte im Intro, also runter, runter, hoch, runter, hoch, runter, runter, hoch, runter, hoch, runter, runter, hoch, runter, hoch, runter, runter, hoch, runter, hoch. Und dann geht die Strophe los. Ein Takt lang. Dann gehen wir auf E-Moll. Sehr schöner Akkord auch. Zeigefinger, zweiter Bund A-Seite, Mittelfinger, zweiter Bund D-Seite. Wieder zweimal das Schlagmuster. Also G-Dur. Runter, runter, hoch, runter, hoch, runter, runter, hoch, runter, hoch. E-Moll, runter, hoch, runter, hoch. Dann wechseln wir auf D-Dur. Wieder zweimal das Schlagmuster. Zeigefinger, zweiter Bund G-Seite, Ringfinger, dritter Bund H-Seite, Mittelfinger, zweiter Bund E-Seite. So, und jetzt kommt eine kleine Spezialität. Jetzt schlagen wir auf C-Dur. Schlagmuster nur einmal an. Ringfinger, dritter Bund A-Seite, Mittelfinger, zweiter Bund D-Seite, Zeigefinger, erster Bund H-Seite. Also, sorry. Und dann geht es schon wieder zu G-Dur. Und dann schlägst du das Schlagmuster wieder zweimal an. Das ist die erste Hälfte der ersten Strophe. Machen wir mal inklusive Intro. Zwei Takte G starten wir und dann geht es in die Strophe. Noch ein Takt. C, einmal das Schlagmuster. Da, 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 da
sogar in der zweiten Runde von der Strophe ist das Ende ein bisschen anders. Also wir haben zwei Takte im Intro G-Dur. Dann Strophe, einen Takt G-Dur. Ein Takt E-Moll. Ein Takt D-Dur. Dann halben Takt C-Dur und einen ganzen Takt G-Dur. Jetzt eine Wiederholung. G-Dur. Ja, E-Moll. D-Dur. Und jetzt halben Takt C und halben Takt G. Und dann geht es schon rüber in den Refrain. Also wir haben Intro-Strophe jetzt und jetzt kommen wir in den Refrain. Wir fangen da wieder mit G-Dur an. Country roads take me. Einen ganzen Takt, also zweimal das Schlagmuster. Runter, runter, hoch, runter, hoch, runter, runter, hoch, runter, hoch. Auf D-Dur. Auch einen ganzen Takt. Zur E-Moll, einen ganzen Takt. Also zweimal das Schlagmuster und C-Dur, ganzer Takt und G-Dur, D-Dur, take me C-Dur, country G-Dur. Spielen wir es mal bis dahin durch, danach gibt es nämlich zum großen Teil nur Wiederholung, bis wir dann zur Bridge kommen und die zeige ich dir dann. Also Intro. 1, 2, 3, 4. Noch ein Takt. Und Strophe. Zweite Hälfte, zweite Version. Da, 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 da. Zweite Strophe genau wie die erste. Einmal Schlagmuster C und dann wieder ein ganzer Takt G. Wieder G. Kompletter Refrain, G, zweimal das Schlagmuster also, D, dann zum E-Moll und zum C, wieder zum G und zum D und zum C. Dann kommen wir zur Bridge, wie versprochen. Die hat einen etwas anderen Aufbau. Wir haben mit E-Moll den ersten Akkord, wechseln dann zum, also einen halben Takt. Das heißt einmal unser Schlagmuster. Dann zu D. Einmal das Schlagmuster. Also E-Moll. D. Und einen ganzen Takt G. Zweimal das Schlagmuster also, dann C, einmal das Schlagmuster, G und einen ganzen Takt D. Noch ein bisschen
bis dahin E-Moll. Dann geht's weiter mit E-Moll und jetzt, ganz kurz mal verrückt, F-Dur, aber nur für einmal das Schlagmuster, also nicht sehr lang, also E-Moll, C, G und jetzt zwei Takte lang D, das heißt viermal das Schlagmuster. Und dann kommt schon wieder der Refrain zweimal. Also die Bridge nochmal komplett. E-Moll, D-Dur, G-Dur von ganzem Takt, C-Dur, G-Dur, D-Dur. Und jetzt aufgepasst, E-Moll. Zwei Takte lang D, das bedeutet viermal das Schlagmuster. Runter, runter, hoch, runter, hoch, runter, runter, hoch, runter, hoch, runter, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch. Und zum Refrain wieder. Wechsel zwischen D und G her. Einer der Klassiker der Musikgeschichte auf jeden Fall, solltest du auschecken. Und es gibt, wie gesagt, noch eine komplexere Version. Das hier war jetzt eine sogenannte Easy-Version, so nenne ich das gern, die in G-Dur ist. Im Original ist das Stück in A-Dur. Und es gibt noch ein etwas cooleres Zupfmuster, sage ich mal. Das findest du alles in dem anderen Video, was dann sozusagen die Originalversion behandelt. Wenn du Bock auf weitere geile Lektionen zum Thema Gitarre hast, schau mal in der Videobeschreibung, da findest du meinen Crashkurs für Anfänger. Geiles Ding, damit du mit viel Spaß die Grundlagen auf der Gitarre lernst. Wenn du mehr von solchen Klassikern kennenlernen möchtest, schau ebenfalls nochmal in der Videobeschreibung nach. Da findest du meinen Premium-Kurs Guitar Classics. Songs von dieser Güte, von dieser Bekanntheit werden da bis ins Detail aufgebröselt. Also schau da auf jeden Fall auch vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin Hannes Knechtges von Werde Musiker. Ciao!